Sie hätten das Ding eben abschließen sollen. Außerdem sind Paraden langweilig. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Mhm. Zerstörung einer Raumstation? Eine Raumstation? Das klingt ein wenig unglaubwürdig. Ich habe ja nicht gesagt, dass es leicht war. Nicht alles geschieht bei mir spontan. Manchmal muss man schon ein wenig arbeiten, damit die Leute kriegen, was sie verdienen. Ich bin eine Weile mit ein paar Typen rumgehangen. Outlaw-Kolonie. Die waren mir ziemlich ähnlich. Deshalb waren wir wohl ein willkommenes Ziel. Die Turianer glauben, sie hätten Ahnung vom Prinzip der verbrannten Erde. Von wegen. Piraterie. Piratin waren sie auch? In Tateinheit mit der Entführung. So ist das nun mal, wenn man ein Passagierschiff entführt und nicht alle tötet. Ich hab draus gelernt. Alle zu töten wäre einfacher gewesen. Ich muss ja ganz ehrlich mal kurz hier was einwerfen. Und zwar, das Outfit steht dir deutlich besser wie das erste. In dem ersten sah es nämlich komplett scheiße aus. Das mal nur nebenbei gesagt, meiner Meinung nach, ja. Vandalismus. Mich überrascht, dass Sie den Vandalismus dabei überhaupt erwähnen. So nennen es die Hanar, wenn man die eben erwähnte Raumstation auf einen ihrer Monde stürzen lässt und so einen neuen Krater schafft. Sie haben den Mond wirklich gemocht. Und du bereust nichts davon? Fragen Sie sich jemals, ob Sie es nicht auch anders hätten machen können? Nein. Aber sollten Sie das nicht? Es gibt keinen Grund, warum ich noch lebe. Aber trotzdem ist es so. Und warum? Instinkt. Er hat mich bis hierher gebracht und ich werde daran nichts ändern. Hey Shepard, nach der Scheiße hat mich noch nie jemand gefragt. Es ist komisch, darüber zu reden. Also lecken Sie mich und danke der Nachfrage. Was? Bitte was? Ich habe jetzt irgendwie damit gerechnet, dass da irgendwie kommt, von wegen, Sie sind sehr einfühlsam oder so, aber nicht lecken Sie mich. Was? Okay, wie soll ich sagen, Jack weiß auf jeden Fall, die Leute zu überraschen. In mehrerlei Hinsicht. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Danke, danke, danke. Oder auch nicht, danke. Citadel, Massenportal. Ah, wir haben noch genügend Treibstoff in der Bux. Wow! Treibstoffs ist noch übrig. Ja. Ich glaube, du solltest noch mal nachzählen. Meine Liebe. Ah, da die Serpent Nebel 33. Den Kroganer. Ich will den Kroganer eigentlich noch gar nicht rekrutieren. Ich will jetzt erstmal einen Feuergänger machen. Aber eigentlich liegt der Kroganer schon mitten auf dem Weg, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist von der Hauptquest. Das hört sich zumindest so an. Wir machen es so, wie wir es vorher gemacht haben. Wir gehen jetzt erst zum Kroganer und dann machen wir das. Egal, ob da eine andere Mission aufploppt, das möchte ich hier nur mal erwähnen. Wir gehen danach zu diesem Feuergänger. Man muss seine Prioritäten setzen. Wer weiß, vielleicht gefällt mir dieser Kroganer genauso gut wie hier. Ach, wie hieß er? Ah, glaubst du es? Ich habe den Namen vergessen. Irgendwas mit V war's, meine ich. Ist ja auch egal. Auf zum Planeten Korlos. Ein Mitglied des Zitadellrats hat Korlos zu Beginn dieses Jahrhunderts als Müllschiff mit Klima bezeichnet. Und seitdem versucht das Fremdenverkehrsamt von Korlos das Image seines Planeten zu verbessern. Bisher hat es nicht geklappt. Trotz des Slogans Korlos Recycling Zentrum der Galaxie sorgen Korruptionsskandale und erschreckend viele Morde dafür, dass sich am schlechten Ruf wohl so schnell nichts ändern wird. Korlos Hauptgeschäft ist das Zerlegen von ausgemusterten oder schwer beschädigten Raumschiffen in ihre Einzelteile. Dieser Prozess ist zwar seit der Erfindung von Universalgel um einiges sauberer geworden, aber er produziert nach wie vor große Mengen an Smog, der den Himmel von Korlos verdüstert und vor allem liegen in den Häfen Megatonnen von Schrott herum. Eine schäbige Tourismusindustrie und eine Unterschicht mit Plündermentalität runden das Bild städtischen Verfalls ab. Hinweis für Reisende. Korlos nimmt in der Anzahl der Morde pro Kopf den zweiten Platz in den Terminus-Systemen ein. Zivile Reisende sollten vor einem Besuch professionelle Sicherheitsleute einstellen. Population... Boah, scheiße. 3,8...
Nee, nicht. Doch, Milliarden. Milliarden. Oder? Nee. Doch, 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 doch. Doch, das kommt hin. Boah, mit so hohen Zahlen, da komme ich auch voll durcheinander. Gründung der Kolonie 1781 CE. Hauptstadt Chokuo, umstritten. Entfernung zur Sonne 1,3 AE. Umlaufzeit 1,5 Erdjahre, Radius 6850 Kilometer, Tagesdauer 28,9 Erdstunden, atmosphärischer Druck 1,5 Erdatmosphären, bla bla bla, Oberflächentemperatur 28 Grad Celsius, also schön mollig warm. Und die Oberflächengravitation 1,3 G. Geht ja eigentlich. Netter Planet. Wäre er nicht total zugemüllt, wenn ich, wenn ich dem Ding das so entnehmen darf. So, wen nehmen wir denn jetzt mal mit? Ich glaube, wir hatten hier unseren Knecht lange nicht mehr mit. Außerdem möchte ich jetzt mal Kasumis neues Outfit sehen. Ja. Mach mir einen auf Spider-Man. Komm, wir nehmen sie mal mit. In Kombination dürfte das vielleicht ganz lustig werden. Inferno-Granate. Der Warp, der macht doch so guten Schaden, oder? Gegen Panzerung und Biotisch. Boah, immer komme ich durcheinander. Nein, das war's nicht. Werfen, schleudert Feinde. Ich komme hier durcheinander. Oder ich spare noch eins. Weniger auf. Wisst ihr was? Ich spare noch eins. Wäre ich schön blöd, wenn ich es nicht machen würde. Guckt euch das an. Der arme Kerl, der hat nichts mehr. Ah! So, Jacob. Was hast du? Ach, dich habe ich schon so ausgerüstet. Aber du kriegst keine Handkanone von Carnifex. Das ist scheiße. Die ist scheiße, wenn ich das mal so ganz nebenbei sagen muss. Du kriegst die schwere Pistole, Kasumi. Ich bin kein Freund von den Dingern. Deshalb nimmst du die. Ich hatte ja sowieso die eine. Keine Ahnung, ob Okia freiwillig hier ist. Rechnen Sie mit Feinden. Befehle über Lautsprecher aus der Konserve? Wer macht denn sowas? Konzentriert bleiben, wir suchen einen Krogana-Warlord. Ein Krogana-Anlage infiltrieren. Ich hab gedacht, wir besuchen eine Stadt. Raumschifffriedhof. Ich muss sagen, die Beschreibung, die passt. Platz in der Armee. Ein dicker Kroganer ist uns im Weg. Beobachtungsposten voraus. Upsa. Und sie sind auf uns vorbereitet. Kasumi. Ich bin positiv überrascht. Woher wusstest du das? Komm, hilf sie. Ah. Ah, ist schon... Ah, ihr seid ja... Das sieht ungesund aus, mein Freund. Verwundeter Söldner. Scheiße, scheiße! Es hört nicht auf zu bluten! Ich werde... Ist geil! So schlimm hat's ihn gar nicht erwischt. Das muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner oder Allianz. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Ändert das Medigel die Situation? Ich hätte hier eine hübsche Dosis Medigel. Aber wenn Sie wollen, kann ich auch einfach weitergehen. Sie... Es ist nur so, dass ich überhaupt nichts weiß. Ich erschieße lediglich, was aus den Laboren rauskommt. Der alte Kroganer scheint seit kurzem da oben klar Schiff zu machen. Jedo hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Kroganer sind wahnsinnig.
Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Es ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt. Außenposten 4. Chedor will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Kroganer-Pack. Werden Sie sie los? Ich will Ihre Freunde hier nicht sehen. Verstanden? Patrouille? Die letzte Gruppe hat sich aufgelöst. Hab sie vor 5 Minuten aus den Augen verloren. Aufgelöst? Das wird Childor gar nicht passen. Sie wollte eine Show? Sie wollten einen Bericht. Und das ist er. Aufgelöst. Verstanden. Kehren in die Labore zurück. Da, sehen Sie? Ich helfe Ihnen. Der Warlord. Haben Sie O'Kear gesehen? Weiß er über all das Bescheid? Zu den Labors hatten wir keinen Zugang. Aber jeder weiß, was passiert, wenn die Kroganer rauskommen. Ich habe hunderte von ihnen erschossen. Sie sind verrückt. Hirnlos. Da oben weiß jeder, was abläuft. Ich habe schon genug Kroganer erschossen. Warum Kroganer? Was hat Jadot mit so vielen Kroganern vor? Uns ersetzen vermutlich. Ich könnte jedenfalls darauf verzichten, gegen eine Armee von denen antreten zu müssen. Aber sie kann sie nicht kontrollieren. Sie sollten eigentlich nicht wahnsinnig sein, aber es sind nun mal Kroganer. Ohnehin nicht die hellsten. Befestigungsanlagen. Wird Jadots Labor schwer bewacht? Wir haben große Geschütze, um Schiffe auf Distanz zu halten. Auf einen verdammten Kommandotrupp sind wir nicht eingerichtet. Okay, vielen Dank für die Infos. Du kannst gehen. Wenn Sie jetzt loshumpeln, finden Sie vielleicht noch eine dunkle Ecke, bevor Sie verbluten. Scheiße. Scheiße. War's nötig, ihm derart Angst zu machen? Vielleicht auch nicht. Hat sich aber gut angefühlt. Weiter, unser Warlord ist irgendwo in Jadors Labor. Ist das wirklich? Hat sich gut angefühlt. Ich dachte, die sind weg. Freunde, Vorsicht! Gute Reise! Kopfschuss! Du bist gut! Wer auch immer das war. Ich hab's nämlich nicht genau gesehen. Überall tote Gucken, wo man hinläuft. Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Komm. Na komm. Ist das geschummelt mit dieser Waffe? Ich habe das Gefühl, ich habe so eine üble Schummlerwaffe. Weil die hat ja überhaupt keinen Rückstoß. Bumm. Warte mal. Boom. Das hat sicher wehgetan. So. Man muss ja nicht immer nur einseitig Fähigkeiten benutzen. Man kann die ja auch ein bisschen Multikulti. Ich habe ja viele Fähigkeiten. Das sind alles Kroganer gewesen. Ja. Umschalttaste. Warte mal, wir können doch die Leute ziehen, oder nicht? Ja, so viel zum Thema, wir können das Ding noch ziehen. So. Artillerie! Ich sollte das Ding vielleicht mal öfters einsetzen. Die Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Genau zwischen die Augen. Ah, gut, genau zwischen die Augen war das jetzt. Wo ist Kasumi? Die kriegt hier gerade. Achso, okay. Hat sich schon erledigt. Ich würde da oben gerne hin, wenn ihr mich fragt. Da oben liegt bestimmt jetzt Munition für mich. Nehme Deckung. Feindkontakt. Zack, Außenbild präsent. Feuer auf die Kroganer einstellen. Feind im Komplex.
Boom! So,